Datensicherheit 2012, das ist auch eigentlich das Stichwort, um jetzt zu Herrn Beckmann überzuleiten, Sportkoordinator der Bayer AG. Denn Herr Beckmann, die Bayer AG fördert nach wie vor die Leichtathletik im Rahmen eines speziellen Konzeptes, das auch zunächst bis 2012 ausgelegt ist. Vielleicht aus Ihrer Sicht, wie sieht die Bayer AG die Rolle der Leichtathletik und wie sieht dieses Förderkonzept aus? Vielen Dank. Um es auch wegzunehmen, Bayer ist und bleibt der größte Sponsor der Leichtathletik und auch des Sportes an diesen Standorten. Leichtathletik gehört, und das schließe ich mit den Worten von Herrn Schertl auch sehr gerne an, zu den traditionsreichsten und auch zu den erfolgreichsten Sportarten im Bayer Sport. Wir haben hier zwei hervorragende Vertreter neben uns sitzen. Darum freue ich mich wirklich sehr und sehe das auch gleichzeitig als Bestätigung an der Idee, die man 2007 kommuniziert hat, und zwar, dass man Partner benötigt. Partner, die es schaffen, gemeinsam dieses Niveau beizubehalten. Und Herr Bertels, besten Dank. Ich muss sagen, das ist ja fast eine Ehe zwischen Bayer 04 und Adidas, die ja schon seit Jahren, Jahrzehnten, muss man sagen, hier gelebt wird. Das passt. Der gleiche Dank geht natürlich auch hier an einen weiteren Förderer, das Innenministerium NRW, die sicherlich auch wissen, was sie an dem Bayer Sport haben, welche Konstanz und welche Möglichkeiten. Jeder, und wenn ich in die Runde gucke, gibt es viele Leute, die kennen die Anlagen, die kennen auch diese Halle, die noch keine 10 Jahre alt sind. Hier existieren Trainingsbedingungen, Rahmenbedingungen, die führend in Deutschland sind. Dazu bekennen wir uns auch weiterhin zu diesen Trainingsstätten, genauso wie zu den Trainern und auch zu anderen Rahmenbedingungen, die würde ich gleich gerne schildern. Zwei Personen sind mir noch wichtig, die ich gerne erwähnen möchte, beziehungsweise Personen, die Institutionen vertreten. Das ist einmal das ganze Netzwerk, was hier in den letzten Jahren aufgebaut worden sind, beziehungsweise immer weiter intensiviert wurde. Das ist einmal Herr Scharf, der jetzt neben mir sitzt, als Olympiastützpunktleiter Rheinland, und Herr Brüggemann, der ist der Geschäftsführer der Sportstiftung NRW, die seit vielen, vielen Jahren ihre Kompetenz und ihre Mitarbeiter in das komplette Programm des Bayer Sports mit hinterlegen. Also damit auch meinen recht herzlichen Dank. Ich sprach gerade von Trainer und auch von Trainingsstätten. Das Gleiche liegt natürlich auch in Division 2012 oder 2012 bis London. Das heißt, hier gibt es ein abgestimmtes Modell zwischen dem Verein und auch der Bayer AG, wo es schon eine eigene Pressekonferenz zu geben hat, aber ich will es nochmal kurz schildern, dass man sich auf den nachwuchsorientierten Leistungssport konzentrieren wird. Das heißt, es gibt ja hier am Standort Leverkusen mit der Elite-Schule des Sports, die eine der führenden in ganz Deutschland ist, danach mit den Möglichkeiten über den Olympiastützpunkt und aber auch beispielsweise das Programm der Bayer AG, die 20 Ausbildungsplätze pro Jahr für Sportler zur Verfügung stellt. Die Sportlerklasse der Bayer AG, sicherlich Modelle, wo ich sage, ohne anderen Standorten zu nahe zu treten, die sind schon sehr, sehr führend und setzen auch diesbezüglich wirklich Maßstäbe. Diese Nachwuchsförderung beinhaltet, dass sämtliche Rahmenbedingungen hier genutzt werden und darüber hinaus, Herr Strauß, auch, dass eine bestimmte finanzielle Förderung für die Athleten gewährleistet werden kann. Das ist allerdings, muss man sagen, auch hier in enger Abstimmung mit dem Verein, mit der Abteilung oder auch in enger Abstimmung mit dem Verein zu gewährleisten, dass das an die entsprechenden Athleten auch übertragen wird. Danke, Jürgen.